Liebe Zuseherinnen und Zuseher, begrüße Sie herzlich zu dem Zoom-Talk zum Thema Frauen der Wiener Werkstätte. Mein Name ist Elisabeth Schmuttermeier. Ich war hier Kuratorin im MAK in der Sammlung Metall- und Wiener Werkstätte-Archiv und habe mit meiner Nachfolgerin Anne Rosberg diese Ausstellung gestaltet. Ich bin nicht die Moderatorin des Talks. Ich möchte nur gerne kurz etwas erläutern und zuerst meine Mitredner und Rednerinnen begleiten, und zwar Dr. Ernst Bleuel. Er ist Rechtsanwalt, Sammler und Gesellschafter im Auktionshaus in Kinzig. Und Dr. Anne Rosberg, Kunsthistorikerin im MAK und eben jetzt Leiterin der Sammlung für Metall- und Wiener Werkstätte-Archiv. Ich hatte die Idee zu der Ausstellung eigentlich schon vor längerer Zeit, weil mir aufgefallen ist, dass bei allen großen Ausstellungen im In- und Ausland zum Thema Wiener Werkstätte oder zum Thema Wien um 1900 eigentlich nur Objekte und Entwürfe der Männer angefragt wurden, der Künstler wie eben Josef Hoffmann, Kolo Moser, Dagobert Peche oder Eduard Wimmer-Wisgrill oder ein Karl Otto Tscheschka beispielsweise, aber kaum irgendetwas von den Künstlerinnen. Und eigentlich erst die Digitalisierung im MAK hat es dann ermöglicht, eine Gesamtschau zu bekommen über die Objekte, die im MAK vorhanden sind, im Archiv der Wiener Werkstätte, aber auch in den einzelnen Sammlungen. Und bevor wir mit der Diskussion beginnen, möchte ich aber noch ganz kurz ein paar Worte zur Wiener Werkstätte selbst sagen, weil ich nicht sicher bin, ob alle Zuseherinnen und Zuseher damit was anfangen können. Die Wiener Werkstätte ist 1903 gegründet worden als Produktivgenossenschaft von Kunsthandwerkern in Wien. Die Gründungsmitglieder waren der Architekt Josef Hoffmann, der Maler und Grafiker Koloman Moser und der Industrielle Fritz Werndorfer. Die Idee war, alle Dinge des täglichen Lebens, also das, was den Menschen umgibt, künstlerisch zu gestalten. Und dazu hat der Bau von Villen gehört, ebenso wie die Einrichtung von Wohnungen, der Entwurf von Möbel, von Metallgegenständen, Schmuck, Ledergegenständen und so weiter. Und die Palette der jetzt Angebotenen hat sich aber immer mehr und mehr erweitert. 1907 beispielsweise legt die Wiener Werkstätte Postkarten auf, die von Schülerinnen der Kunstgewerbeschule aus den Klassen Hoffmann, Moser und Tscheschka entworfen worden sind. Dazu gehören auch eben bereits Künstlerinnen. Aber auch eine der namhaften Personen, die einzige Frau eigentlich, die im Arbeitsprogramm der Wiener Werkstätte steht, ist die Therese Drethan, also eine Künstlerin zwischen sehr, sehr vielen Männern. 1910 beginnt man Stoffe zu entwerfen. Und 1916 kommt dann wieder ein neuer Schub, der besonders die Künstlerinnen der Wiener Werkstätte betrifft. Die Künstlerwerkstätte wird gegründet, wo Künstler und Künstlerinnen nun frei, ohne irgendwelche Zwänge, ihre Entwürfe ausgestalten können und wirklich, also auch da natürlich honoriert werden. 1932, das ist jetzt ein großer Sprung, endet dann die Wiener Werkstätte aus wirtschaftlichen Gründen. Aber bis dahin war sie doch ein für Österreich, und das sieht man eigentlich jetzt erst im Nachhinein, ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen. Jetzt möchte ich eben gleich damit beginnen, den Ernst Bleuel zu fragen, der ja ein weltweit anerkannter Sammler von Gegenständen von Wien 1900, überhaupt des 19. und 20. Jahrhunderts, 21. Jahrhunderts aus ist, wie er dazu gekommen ist, eigentlich Objekte der Wiener Werkstätte zu sammeln und aber auch Arbeiten von den Frauen der Wiener Werkstätte sammelt. Sie haben jetzt so viel gesagt auf einmal, dass es ganz schwer wird, darin in gemessener Zeit zu antworten. Mich hat die Wiener Werkstätte von Anbeginn an aus juristischer, aus kunsthistorischer und aus künstlerischer Sicht interessiert. Aus juristischer, weil es eine relativ ungewöhnliche Konstruktion, nämlich eine Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung ist. Aus kunsthistorischer, weil ich davon überzeugt bin, dass die Wiener Werkstätte jene Epoche
der Kunst in dieser Stadt und in diesem Land eingeläutet hat, die als einzige wirklich Weltgeltung erlangt hat und behalten hat. Und aus künstlerischer, weil sie in so wunderbarer Weise dieses Prinzip des Gesamtkunstwerkes hochgehalten hat. Hochgehalten im Sinne von, es sollte jede Kunst gleichwertig sein. Ganz einerlei, ob es sich um einen Bucheinband, den ein Mann entworfen hat, oder ein Möbel, das ein Handwerker ausgeführt, oder eben ein Schmuckstück oder ein einfacherer Tand, den eine Frau entworfen hat und ausgeführt hat. Das war alles aus der Sicht der Wiener Werkstätte gleichwertig. Und mich hat das eben gleichermaßen interessiert, ganz einerlei, wer der Entwerfer war. Zu den Zeiten, als ich zu sammeln begonnen habe und also meine Mittel noch bei weitem kleiner waren, ich war damals junger Anwalt, konnte ich mir nur einfachere Dinge leisten. Und die Kunstwerke, die die Frauen geschaffen haben, waren einfach billiger zu haben. Sie waren gleich gut, aber sie waren um ungleich weniger zu kaufen als etwa Stücke, die nachgewiesenermaßen von Hoffmann oder von Moser entworfen waren. Und so habe ich es bis heute gehalten. Ich bin überzeugt davon, dass die Kunstwerke, die jetzt im Mack ausgestellt werden, nicht besser und nicht schlechter sind als das, was die männliche Gilde dort produziert hat. Sie waren nur nicht so berühmt und es ist ein großes Verdienst eurer Ausstellung, dass es jetzt endlich zu einem Zurechtrücken kommt. Anne, kannst du uns vielleicht ein bisschen sagen, was haben die Frauen oder die Künstlerinnen entworfen? Die gleichen Gattungen wie die Männer oder gibt es da doch einen Unterschied? Ja, da gibt es natürlich einen Unterschied und auch wieder nicht. Also es ist, ja, vielleicht sollte ich eigentlich einmal ein paar Bilder zeigen, oder? Dass wir auch Ansichten haben von den Frauen, damit wir sehen, mit wem wir es zu tun haben. Und ich hoffe, das gelingt mir jetzt in richtiger Weise. Moment, das ist natürlich... es gelingt mir nicht anscheinend. So, ja, Entschuldigung. Damit würde ich gerne beginnen. Und zwar sind wir da eigentlich schon eher am Ende der Wiener Werkstätte. Es handelte sich hier um einen Artikel aus der Deutschen Kunst und Dekoration anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der Wiener Werkstätte 1928. Und da sind die hauptsächlichen Künstler und eben Künstlerinnen abgebildet. Rechts oben, also auf der rechten Seite oben ist Maria Lickertz, daneben Gudrun Baudisch, darunter links Walli Wieseltier und rechts Mathilde Flögel. Und sie sind den Gründern bzw. wichtigsten Künstlern der WW gegenübergestellt. Oben Josef Hoffmann und darunter die zu dem Zeitpunkt schon verstorbenen Dagobert Peche bzw. Koloman Moser. In diesem Artikel wird die WW gewürdigt und eben auch, es werden die Künstlerinnen gewürdigt. Sie sind hier quasi gleichberechtigt den Künstlern gegenübergestellt und das ist ein großer Schritt gewesen bis zu diesem Zeitpunkt. Ich zeige dazu ein Objekt, das zu diesem Jubiläum entstanden ist. Und zwar ist es der sogenannte Kachelkatalog, der von Walli Wieseltier, von Gudrun Baudisch und Mathilde Flögel gestaltet worden ist. Die beiden Ersteren haben den Umschlag, also den Einband gestaltet. Walli Wieseltier die Front sozusagen dieses Buches, Gudrun Baudisch die Rückseite und Mathilde Flögel war für die Grafik im Inneren zuständig. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wofür die Künstlerinnen eigentlich auch stehen. Es ist einmal
die Grafik, die sehr wichtig ist, vor allem auch die Gebrauchsgrafik, in erweitertem Sinn eben auch das Entwerfen von Mustern. Und es ist das plastische Durchbilden. Also es ist in diesem Fall hier Pappmaché, womit sehr gerne gearbeitet wurde. Und es ist im weiteren Sinn dann eben die Keramik, für die die Frauen stehen. Nicht nur für die Gebrauchskeramik, sondern dann schließlich auch für die Skulpturen. Und genau, für die Skulpturen. Ein Bereich, mit dem sie eigentlich eine Schwelle dann auch übertreten haben, von der angewandten zur bildenden Kunst. Das ist sicher was ganz Besonderes, was die Frauen betrifft, auch hinsichtlich dessen, dass sie eben das, was sie entworfen haben, auch ausgeführt haben. Natürlich wurde es auch von Handwerkern ausgeführt, aber bei der Originalkeramik natürlich nicht. Also das sind hier zwei Dinge, die angesprochen sind, die wichtig waren hinsichtlich der Produktion der Künstlerinnen. Und darauf haben wir auch unsere Ausstellung ausgerichtet, die sich ja vor allen Dingen aus dem großen Archiv speist, das 1955 an das Haus gekommen ist. Elisabeth, vielleicht magst du noch was zu deiner Arbeit innerhalb dieses Archivs sagen oder was es eigentlich für eine Bedeutung hat? Also wie ich ins Museum gekommen bin, hat man, ist gerade die Inventarisierung des Archivs gelaufen und aber alles noch in Inventaren, also man musste furchtbar lange suchen, wenn man was finden wollte, außerdem natürlich ohne Abbildungen. Und was einfach dann mit der Zeit, wenn man sich damit befasst, für einen so wichtig wird, sind eben diese sogenannten Modellbücher, in denen eben die einzelnen Objekte aufgelistet sind mit einer Modellnummer, meistens auch mit einer kleinen Zeichnung und auch mit am Anfang den Kunden, aber immer wieder auch mit einem Datum der Produktion. Dann natürlich die Entwürfe oder die Fotos, die für uns ja die Originalfotos sehr wichtig waren, weil wir einfach auf diese Art und Weise viele Dinge identifizieren konnten. Und so ist es eben auch dann speziell wieder 1916. Wir wissen ungefähr, was in dieser Künstlerwerkstätte also produziert worden ist, weil diese Entwürfe meistens mit dem Kürzel KW und einer Zahl dann eben ausgeführt, also bezeichnet worden sind. Und da sieht man eben, dass es eben nicht nur Keramik ist, wie wir das auf vielen Fotos erkennen, sondern auch Dinge wie Lautenbänder, Perlbeutel, wunderbare Perlenketten, die jetzt von den Künstlerinnen entworfen, aber von weiteren Handwerkerinnen meistens oft auch in Heimarbeit ausgeführt worden sind. Und in diesem Zusammenhang wollte ich eben auch den Ernst Bleuel dann noch einmal fragen, wie ist das? An und für sich kommt man relativ leicht an diese Dinge heran? Oder wie siehst du auch zum Beispiel jetzt die Keramik, also die Qualität der Keramik? Es ist ja unglaublich viel Keramik von den Frauen entworfen und zum Teil auch ausgeführt worden. Wir wissen von Häusler, der eine Zeit lang die Wiener Werkstätte organisiert hat, dass es unglaublich viel weggeschmissen hat, weil das einfach nicht gegangen ist, diese Kakteenträger und dergleichen Dinge. Wenn ich mir aber dann wieder diese Originalkeramik anschaue, speziell auch die Glasuren und die Ausführung, dann ist es schon sehr begeisternd, wie die Künstlerinnen da gearbeitet haben. Was meinst du, Ernst? Gerne. Ein bisschen zu dem, was du fragst, ausholen. Gerade in der heutigen Zeit ist es vielleicht von größter Aktualität als früher, zu sagen, in welcher Weise waren denn die Frauen der Wiener Werkstätte in dem Unternehmen angestellt? Es gab ein sogenanntes Arbeitsprogramm und dieses Arbeitsprogramm sah im Wesentlichen für die nächsten, sagen wir, 10 oder 15 Jahre vor, wie die Wiener Werkstätte organisiert und was sie produzieren. Das wurde von Männern verfasst, aber wenn man es nachliest und genau liest, es gibt dort keine Unterscheidung zwischen
männliche und weiblichen Künstler. Es gibt dort keine Abstufung, was die Entlohnung oder was die Qualität oder die Behandlung der geschaffenen Kunstwerke betrifft. Im Gegenteil, also das, was ihr vorher erwähnt habt unter KW, also was in den Künstlerwerkstätten erzeugt worden ist, vorwiegend von Frauen, das wurde einem Gremium des Hauses vorgelegt, aber ganz genauso wie Arbeiten männlicher Mitarbeiter, die, das waren die längste Zeit Josef Hoffmann und Dagobert Peche, haben entschieden, ob gut genug für eine Produktion oder nicht. Und dann wurde erzeugt. Ernst, darf ich dich kurz unterbrechen? Der Ton ist wieder nicht gut. Wir hören dich sehr, sehr schlecht. Gut, ist es jetzt besser? Nicht wirklich. Würde es dir was ausmachen, wenn ich jetzt kurz die Anne weiterfrage und ihr dann noch einmal einsteigt, noch einmal ausschaltet und noch einmal einsteigt? Das ist beim letzten Mal so gut gelungen. Nein. Bitte. Danke. Liebe Anne, du hast dich ja speziell auch jetzt relativ stark mit den Biografien der Frauen beschäftigt. Für den Katalog zusammen mit deinen Mitarbeiterinnen hier im MAG und Mitarbeiter, die also unglaublich vieles Neues zutage gebracht haben. Wer waren die Frauen? Woher kommen sie? Was ist ihr Umfeld? Gibt es auch da speziell, ich meine, die Wiener Werkstätte oder gerade die Künstlerinnen sind ja oft auch deswegen in Verruf geraten, speziell dann in Zeiten des Nationalsozialismus, weil man gemeint hat, das waren ja alles Jüdinnen. Kannst du ein bisschen was über den Hintergrund dieser Frauen sagen? Ja, also erstmal, wir haben ja an die oder rund 180 Frauen sozusagen namhaft machen können. Wir haben sie alle entdecken können durch unser Archiv, eben wie du beschrieben hast, durch die Eintragungen in den Modellbüchern, durch die vielen Entwürfe, die wir eben auch haben, oder auch durch die Dokumentation, durch die Korrespondenzen, durch die Krankenkassenanmeldungen und dergleichen, haben wir also die Namen zusammentragen können und sind tatsächlich auf so eine große Zahl gestoßen. Wir waren dabei aber auch sehr großzügig, wen wir quasi da alles mit hineinnehmen, denn egal, ob es nur der eine Entwurf für eine Postkarte war, ob sie auch Dinge einfach nur in Kommission gegeben haben oder ob sie in der WW gearbeitet haben und sich mit allen Dingen beschäftigt haben, das haben wir jetzt nicht unterschieden oder eingeschränkt. Wir haben alle mit dazugenommen, die wir gefunden haben. Und wir haben dann geschaut, vor allen Dingen auch, haben also diejenigen recherchiert, primär natürlich, die auch in der Kunstgewerbeschule ausgebildet worden sind. Das waren eigentlich eh die meisten. Und da haben wir durch die Schülerbögen, die erhalten worden sind, also die Dokumentation über ihren Eintritt mit den Angaben über ihr Geburtstag, über den Vater, über die Religion, der sie angehört haben, haben wir viel Information zusammentragen können und haben das eben dann auch auswerten können. Das heißt, wenn du fragst nach den Jüdinnen, so haben wir herausgefunden, es muss ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Frauen jüdisch gewesen sein oder war. Es war der Fall. Viele von ihnen sind dann auch emigriert und vier von ihnen sind auch ermordet worden im Nationalsozialismus dann. Das haben wir auswerten können. Wir haben natürlich dann auch sehen können anhand dieser Schülerbögen, welchen Beruf hatten die Väter, also aus welcher gesellschaftlichen Schicht sind sie gekommen. Es war eigentlich von gutbürgerlich über großbürgerlich. Vor allen Dingen in diesem Bereich waren sie vertreten. Also es waren Akademiker, es waren aber auch Industrielle. Es gab aber auch einfache Handwerker, die ihren Töchtern dann erlaubt haben, auf der Kunstgewerbeschule zu studieren. Also daraus rekrutiert sich das. Die Künstlerinnen haben bei Hoffmann
bei Moser, aber auch bei Rosalia Rothansel oder bei Adele von Stark studiert, bei Powolny natürlich Keramik, Werkstätte und wurden umfassend ausgebildet. Und eigentlich kann man sagen, sie waren von Anfang an bei der Wiener Werkstätte mit dabei. Du hast erwähnt, die Therese Tretan war wichtig. Es war da auch die Elena Lukschmakowski von Anfang an mit dabei. Das steigerte sich dann eben ab 1907, wo die Postkartenproduktion begann. Aber vor allen Dingen kamen sie dann 1916 mit Gründung der Künstlerwerkstätte in die WW. Natürlich hatte das auch den Grund, dass während des Krieges viele Männer eingerückt waren und so waren es vornehmlich Frauen, die jetzt dort tätig waren. Und es war eine ganz großartige Idee eigentlich von Hoffmann und auch Peche, dass er seinen Absolventinnen der Kunstgewerbeschule hier die Möglichkeit eröffnete, dass sie nach ihrem Studium schon arbeiten konnten in ihrem Bereich, in dem sie ausgebildet worden sind. Und die Künstlerwerkstätte war sozusagen im Hauptquartier der Wiener Werkstätte in der Neustiftgasse 32 untergebracht und erweiterte sich dann aber auch in die Döblergasse 4. Hier rechts, auf der linken Seite sehen Sie das Gebäude, das ja von Otto Wagner errichtet worden ist. Und im hinteren Trakt war die sogenannte KW auch mit untergebracht. Im rechten Bild sieht man Maria Lickertz. Das ist ein neuer Fund sozusagen in unserem Museum gewesen jetzt bei der Vorbereitung der Ausstellung. Ein Foto von ihr aus ihrem Nachlass, den wir teilweise besitzen. Und ich denke, dass das ein Raum der KW in der Döblergasse ist. Und sie bemalt hier gerade kleine Schälchen, um dann diese Schälchen in den Emailofen zu geben. Also da, das ist auch so ein Metier gewesen, zum Beispiel von den Künstlerinnen. Es wurde sehr viel in Email gearbeitet. Ich muss mich stoppen, glaube ich, sonst rede ich zu viel. Aber ich könnte natürlich noch viel über die Künstlerwerkstätte sprechen. Nur kurz vielleicht angedeutet hier, es wurde sehr viel gefeiert. Das wird überall auch berichtet. Wally Wieseltier schreibt darüber in ihrer Biografie. Auch andere Frauen, von denen wir schriftliche Dokumente haben, weisen immer wieder darauf hin, was für großartige Feste es in der WW gegeben hat. Und man sieht das hier in einem Foto, das wir auch gefunden haben, von einem Fest, Nacht auf Tahiti, die Ausstattung der Studios, der Ateliers, sehr aufwendig mit Dekoration. Sie haben auch die Kostüme dazu entworfen dann. Also das muss eine rauschende Nacht gewesen sein. Extra auch wurden Einladungen dafür gestaltet und reproduziert. Also das wurde sehr aufwendig betrieben. In der Ausstellung haben wir auch hier so einen besonderen Bereich, die Gestaltung von oder den Entwurf von Kostümen für Feste eben oder auch für Theater- und Tanzaufführungen. Das war auch ein großer Schwerpunkt innerhalb der Wiener Werkstätte. Und jetzt hoffe ich, dass Dr. Pleuel wieder gut zu hören ist, oder? Ich bin beurteilen, das müsst ihr beurteilen. Also ich höre mich super hier gut, aber kein Wunder, ich rede mich ja selber an. Ist es jetzt besser? Leider nicht, nein. Ja, ich weiß nicht. Es ist so ein Knacksen und Rauschen und was machen wir? Ja, aber ihr zwei müsst fortsetzen. Ja, aber das können wir nicht ernst, weil wir ja auch deine Expertise brauchen. Bei den, ob du vielleicht über das Handy einsteigen könntest. Du hast keins, aber vielleicht dein Kollege, dass ihr über das Handy mit uns kommunizieren könnt. Vielleicht ist das ein bisschen leichter. Weil ich wollte dich, lieber Ernst, nämlich auch fragen, wie ist es? Also ich glaube zum Beispiel, ein Bereich, der kaum in den Handel kommt, weil er vermutlich nicht mehr da ist oder ich weiß nicht, was passiert ist, sind Kleider, ist Mode. Also mit Stoffen der Wiener Werkstätte, aber auch Entwürfen von den Frauen, die es gegeben hat. Oder was ich auch, also ich meine, in meiner längeren Zeit, die ich ja doch die Wiener Werkstätte begleitet habe,
und durch dich und dein Interesse natürlich auch einen großen Überblick, zumindest halbwegs also bekommen habe, was so angeboten wird, welche Dinge man kaufen kann. Das ist auch eigentlich mit den Perlenarbeiten relativ wenig Stücke gibt. Also ich glaube, Keramik, aber natürlich auch Metall, Gott sei Dank, und die Silber- und Metallgegenstände in großem Maße, aber das ist selten von den Frauen gemacht worden, außer von der Elfriede Baerbalg. Aber was meinst du, welche Objektgruppen, gerade von den Frauen, kommen da kaum eigentlich zum Zug? Also ich glaube, da muss man mal grundsätzlich unterscheiden, wer denn die Produzenten waren. Hört man es jetzt besser? Jetzt war es besser, momentan. Das letzte war besser. Also, hier muss man wesentlich unterscheiden. Das eine war die Künstlerwerkstätte. Da haben die Künstlerinnen und Künstler entworfen. Dann haben Peche und Hoffmann entschieden, ob diese Entwürfe zum Vertrieb geeignet sind. Und wenn das bejaht worden ist, dann hat man das in Serie hergestellt. Von diesen Dingen gibt es also gar nicht so wenig am Markt. Bei Objekten, die bei Peche und Hoffmann durchgefallen sind, und das waren in erster Linie nicht künstlerische, sondern kommerzielle Überlegungen, das sind Einzelstücke geblieben, die sind dann ein- oder zweimal gemacht worden, die durften die Künstlerinnen dann in Eigenregie erzeugen und vertreiben, wohl unter dem Namen Wiener Werkstätte, aber auf eigenes kommerzielles Risiko. Ganz anders bei den von dir erwähnten Schmuckobjekten, wie so Perlstickereien oder Kleider oder Stoffe. Das alles wurde durch die Modeabteilung vertrieben, die ab 1913 gleichsam kommerziell losgelöst vom restlichen Betrieb war. Nicht weiter überraschend, denn es war die einzige Abteilung, die immer mit Gewinn operiert hat. Und diese Modeabteilungsprodukte sind verhältnismäßig häufig reproduziert worden. Sie sind halt, wie das bei Modestücken so ist, weit weniger haltbar. Und es ist auch sie auch ganz anders als etwa Keramiken geachtet worden. Das heißt, das ist früher oder später einfach weggeworfen worden. Und wir können uns heute glücklich preisen, dass das MAG so verhältnismäßig viele Entwürfe zusammengetragen hat. Aber dieses Aussehen oder dieser Schein trügt. Solche Kleider sind so gut wie kaum am Markt aufzufinden. Das Ähnliche ist mit dem Modeschmuck. Der ist einfach weggeworfen worden oder ist er kaputt gegangen, weil er ja auch nicht auf Dauer konzipiert war. Man würde das ja eigentlich, also wenn man diese Dinge sieht, ja, und wie liebevoll die ausgeführt sind und wie mit welcher großen Qualität auch, denn diese Perlen sind ja winzig, sowas würde man ja heute überhaupt nicht mehr bekommen, dann sieht man doch erst, wie großartig die Wiener Werkstätte versucht hat, wirklich in alles, was sie produziert hat, Qualität hineinzubekommen. Das ist nicht immer gelungen, aber in vielen Dingen doch. Und ich möchte vielleicht noch einmal ganz kurz auf das Thema zurückgehen, was haben die Frauen entworfen und was die Männer, denn etwas fällt schon auf. Es gibt keine Möbel, die von den Künstlerinnen der Wiener Werkstätte entworfen worden sind. Es wurde 1901 eine Gruppe gegründet, die heißt die Wiener Kunst im Haus, von Schülerinnen, Studierenden von Hoffmann und Moser, die eben bereits als, irgendwie als Vorläufer der Wiener Werkstätte, und deswegen zeigen wir auch etwas in der Ausstellung, begonnen haben, eben diese täglichen, die Dinge des täglichen Lebens, wie eben Möbel, Gläser, Toilettgarnituren oder auch Kaffee-Teeservice, Textilien zu entwerfen und durch verschiedene Produzenten eben ausführen zu lassen. Und da gibt es eben noch Möbel von der Else Unger. Aber dann in der Wiener Werkstätte war entweder kein Interesse mehr daran, dass die Künstlerinnen auch Möbel entwerfen, oder man hat gemeint, die Künstler selber wären darum vieles besser.
die Männer eben Hoffmann beispielsweise, aber Mozart ja auch entworfen, auch Dagobert Peche. Also mir ist es eigentlich nicht ganz klar, warum da die Frauen außen vor gelassen worden sind. Auf der anderen Seite natürlich die viele Keramik, die oder auch die teilweise auch die bemalten Gläser der Künstlerinnen, wobei aber die Form da auch meistens eigentlich von Josef Hoffmann vorgegeben war. Also ich habe den Eindruck, es war eine Aufteilung, aber es war keine Geringschätzung der Künstlerinnen, sondern sie sind gleich wie die Künstler in der Wiener Werkstätte sowohl bezahlt als auch angesehen gewesen, dass sie eben auch sehr ernsthaft, auch wenn sie immer wieder gefeiert haben, und das war ja das, was mir so an dieser gefallen hat, wie ich begonnen habe, zusammen mit Anne Rosberg die Ausstellung zusammenzustellen, einfach die unglaubliche Vielfalt der Entwürfe, aber auch der Humor, der in diesen Entwürfen der Künstlerinnen drinnen ist, die Buntheit und die Qualität, die es unbedingt angezeigt haben, dass man eben von ihnen auch über sie auch immer eine Ausstellung macht. Ich weiß nicht, Anne, was könntest du uns vielleicht noch erzählen, also über die Ausstellung, aber vielleicht auch ein bisschen über die Architektur der Ausstellung und wie die einzelnen Bereiche auch gegliedert sind. Ob das ist das historisch, also es ist historisch natürlich angeboten, die Ausstellung, aber gibt es da Schwerpunkte in gewissen Bereichen, wo mehr Stoffe, mehr Spielzeug oder mehr ich weiß nicht, Keramiken ausgestellt worden sind? Ja, also ich wollte noch mal ganz kurz auch zu dem Thema Möbel oder Nicht-Möbel zu sprechen kommen. Es ist ja interessant, dass eben ganz früh diese Möbelentwürfe vorhanden sind von Else Unger. Das heißt, sie müssten bei Hoffmann tatsächlich auch den Möbelentwurf gelernt haben und auch im Bereich Innenarchitektur unterrichtet worden sein. Denn es gibt ein Zeugnis an Rose Krenn, das sich erhalten hat von Hoffmann, wo er sie als sehr befähigt für Innenarchitektur beschreibt. Also es muss das unterrichtet worden sein, denke ich. Was die WW betrifft, ist es ja eigentlich so, dass diese Idee vom Gesamtkunstwerk mit der Erbauung des Palais Doclet, die 1911 beendet war, dann eigentlich obsolet geworden ist und die Wiener Werkstätte sich sehr stark rein auf das Kunstgewerbe konzentriert hat, beziehungsweise vor allem eben auch auf die Stoffe und die Mode. Es wurde 1916, also mitten im Krieg, ein eigenes Geschäft dafür errichtet, etabliert, und zwar in der Kärntnerstraße 32. Davon habe ich hier ein Bild links hineingestellt. Und diese Filiale war eben für die Stoffe und Spitzen sowie für die Beleuchtungskörper der WW gedacht. Gegenüber im Palais Esterhazy war dann die Modeabteilung. Hier in dieser Filiale in der Kärntnerstraße 32 hatten die Künstlerinnen die Möglichkeit, die Wandgestaltung zu übernehmen. Also Hoffmann hat das Interieur entworfen und 7 oder 8 Künstlerinnen waren dann beteiligt an den Wandmalereien, die sich vom Eingangsbereich über das Stiegenhaus bis in den ersten Stock zogen. Und dafür, das ist eine interessante Sache, sind sie immer wieder eingespannt worden sozusagen für die Gestaltung der Wände. Sowohl von Hoffmann als auch von Kollegen von ihm, als auch von Architektinnen später in den späteren 20er Jahren, wurden die WW-Künstlerinnen beauftragt mit der Wandgestaltung. Und die hat ganz verschiedene Ausformungen angenommen. Also es war nicht nur Malerei, es wurde auch mit Pappmaché gearbeitet, es wurde mit Stoff gearbeitet. Wurde sehr, sehr, ausgeführt und experimentiert in diesem Bereich, und das müsste man eigentlich auch noch mal wirklich genauer aufarbeiten. Also wir haben das auch in einer eigenen Sektion in der Ausstellung vorgeführt, aber da kann man noch sehr viel mehr aufarbeiten sozusagen. Ein Möbel etwas sagen? Bitte, ja. Bitte. Also ich glaube, das lässt sich recht profan erklären. Wir wissen doch aus der Keramikwerkstätte, dass die Wiener Werkstätte sich
gerühmt hat das ganze Arbeitsmaterial, also die Arbeitsplätze und den verarbeiteten Ton und alles das zur Verfügung zu stellen, einschließlich Beheizung der Öfen. Wir wissen ebenso, dass die Wiener Werkstätte sich zwar in den ersten Jahren berühmt hat, alles selbst und durch eigene Handwerker herstellen zu lassen, aber zum Beispiel die eigene Tischlerei ist im Jahr 1907 von den Behörden abgedreht worden, weil zu laut. Und ab dann hat die Wiener Werkstätte außer Kleinstmöbeln, wie etwa Spiegelrahmen, alles außer Haus fertigen lassen. Das heißt also, der Entwurf eines Möbelstücks hätte zwangsläufig bedeutet, Auftragvergabe an einen externen Tischler, dann Lieferung, dann Überprüfung, dann schauen, ob es auch wirklich verwertbar ist. Das hätte so viel gekostet, dass man allein dieser Kosten wegen, glaube ich, die Mitarbeiterinnen der Wiener Werkstätte dort nicht dran gelassen hat. Und daher finden wir eben Möbel nur von Moser und Hoffmann und den anderen männlichen Mitarbeitern, sehr viel auch dann von Dagobert Peche. Aber wir finden, da gebe ich euch vollkommen recht, nicht ein einziges Möbelstück, größeres Möbelstück, das von einer Frau entworfen ist. Also so profan und letztlich in der heutigen Zeit auch fragwürdig das klingt, das ist allein der Kosten wegen unterblieben. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, denn die Wiener Werkstätte hat ja eigentlich relativ bald, wie wir wissen, und das war ja auch einer der Gründe, warum Colin Moser von der Wiener Werkstätte weggegangen ist, mit den Finanzen gekämpft. Und wie schon richtig gesagt wurde, die einzig wirklich positiv sich darstellende Abteilung war die Stoffabteilung, weil sie einfach wirklich so großartige Stoffe entworfen haben und auch da wieder, also in der späteren Zeit, in den 20er, 30er Jahren, in erster Linie die Künstlerinnen, wie Felicie Rix beispielsweise, sodass sie wirklich auch im Ausland sehr stark angefragt waren und auch von ausländischen Modeschöpfern natürlich gekauft worden sind. Es gab aber nicht nur Stoffe für die Mode, sondern natürlich auch Stoffe für die Innenraumgestaltung und eben auch für die Tapeten. Und man hat die Frauen und die Künstlerinnen haben auch Tapeten entworfen. Und da gibt es auch so unglaublich fetzige Entwürfe. Was anderes fällt mir da gar nicht ein, dass ich mir zwar nicht vorstellen kann, dass ich ein ganzes Zimmer damit tapeziert haben möchte, aber wenn es eine Wand wäre, dann ist es wirklich eine großartige Dekoration und eigentlich auch eine unglaubliche grafische Leistung. Anne, wir wissen ja auch, dass die Künstlerinnen sehr viel sich mit der Gebrauchsgrafik beschäftigt haben. Waren das nur Einladungen oder gab es da auch ernstzunehmendere Dinge wie eben irgendwelche Androhungen von Maßnahmen zum Beispiel? Naja, also Sie haben alle Bereiche der Gebrauchsgrafik abgedeckt, also von eben der Einladung bis zum Plakat, also Werbung für die Wiener Werkstätte in Form auch von Einwickelpapier, was gab es noch, die ganzen Werbeanzeigen natürlich während des Krieges, die Werbung für Kriegsanleihen, die man in der WW erstehen sollte, jeweils für die verschiedenen Filialen am Graben in der Kärntnerstraße, die Werbung auch für ganzseitige Anzeigen, zum Beispiel in den Zeitungen, die haben wir auch ausgestellt. Also in der neuen freien Presse war ja auch nicht so billig, dann eine ganzseitige Anzeige zu schalten und immer wieder in neuen Ausformungen. Also es gab dann auch das Briefpapier, worauf du ansprichst. Ja, es gab genau, dann die sogenannten Mahnschreiben, die Maria Lickertz gestaltet hat mit drohender Gebärde von skizzierten Buchhaltern oder was immer, eingebettet aber in eine sehr strenge und grafische Gestaltung, die sehr ansprechend ist. Also gerade Maria Lickertz hat von Anbeginn eigentlich von den Entwürfen für Postkarten bis zum Schluss die Gebrauchsgrafik der Wiener Werkstätte geprägt. Und sie hat, bitte? Nein, tu nur bitte, Entschuldigung, weiter. Genau. Es ist ja so, dass wir also eigentlich Materialien haben, die sich durch diese ganze Zeit ziehen von der Wiener Werkstätte. Wir haben ja auch die
Ausstellung weitgehend chronologisch angeordnet. Und die Beispiele sind ja immer relativ ähnlich. Also eben, es gibt die Stoffmuster, es gibt die Gebrauchsgrafik, es gibt die Tapeten, es gibt die Mode, es gibt die Keramik. Und wir haben das in der Ausstellung gliedern müssen. Und das hat unsere Architektin Claudia Cavallà eigentlich kongenial gemeistert, indem sie immer für die Perioden Räume gebildet hat. Also was ich hier zeige, ist zum Beispiel der Raum, der sich mit der Produktion im Krieg beschäftigt. Und da hat sie sehr schön eigentlich hier einen Raum gebildet, der antwortet auf diese Gestaltung in der Kärntnerstraße 32 im Obergeschoss. Die Stoffabteilung hat von Hoffmann eine ähnliche Deckenkonstruktion bekommen, die eben Claudia Cavallà hier aufgegriffen hat. Und das sind schon eher sehr subtile Sachen, kann man aber ablesen in der Ausstellung, wenn man sich die Fotos genau anschaut. Das ist eine sehr durchdachte Gestaltung, wie ich finde. So. Und das hat natürlich auch einen großen, oder ich finde, gerade die Gestaltung der Ausstellung hat doch auch einen großen Verdienst für, glaube ich, die sehr guten Kritiken, die wir ja auch in den einzelnen Zeitungen bekommen haben. Aber was großartig ist, ist natürlich auch der Katalog. Der Katalog ist das, was von einer Ausstellung bleibt. Und da ist es eben gelungen und das, glaube ich, ist wirklich eine großartige Leistung, dass ihr so viele neue Informationen eben auch über das Leben eben der Künstlerinnen, was wir schon kurz besprochen haben, herausgefunden habt. Und da wollte ich Ernst noch einmal kurz fragen, wie ist es? Ich glaube, man kann natürlich auch Dinge leichter verkaufen, wenn man mehr über das Leben dieser Künstlerinnen oder dieser Künstler weiß, weil man sie natürlich dann auch viel mehr einschätzen kann oder sie aus der Anonymität herausreißen. Also es ist eine Binsenweisheit, dass der Kunsthandel immer nach Namen oder nach Quellen oder Provenienzen sucht. Und je prominenter, desto höher die Preise. Und das bewahrheitet sich hier in eurem Katalog ganz besonders. Ich bin überzeugt davon, dass so viele jetzt Objekte erstmals namentlich zugeschrieben werden können, dass sich das im Handel, in der Intensität des Handels und natürlich auch in der Preisbildung niederschlagen wird. Wenn ich mich irre, ich habe gerade jetzt gehört von 180 Mitarbeiterinnen der Wiener Werkstätte, die bisher namentlich nur zu einem geringen Teil bekannt sind. Also, um mit dem Namen und dem männlichen Geschlecht die Ehre zu geben, es gab auch 80 Männer, Mitarbeiter, die bisher unbekannt gewesen sind. Das heißt, irgendwann werdet ihr vielleicht auch noch eine Ausstellung machen, wo die Männer zu irgendeiner Form der Gleichberechtigung kommen, zumindest im Rahmen der Wiener Werkstätte. Aber es ist schon richtig, dieser euer Katalog ist ein Wurf und ist ein Lehrbuch für den Kunsthandel und wird mit Sicherheit das Interesse an dem Schaffen der Frauen der Wiener Werkstätte intensiv schüren. Und das ist natürlich jetzt das Stichwort für die Anne, die ja der jetzt die Rolle zukommt, eben dann eine Ausstellung zu machen über die unbekannten Männer oder die unbekannten Künstler in der Wiener Werkstätte. Aber ich glaube, sie wollte uns noch irgendwas über die Wadli Wieseltier erzählen. Ja, ich mache das gerne auch über die Männer, aber jetzt sind die Frauen dran. Ich wollte eigentlich ganz gerne abschließen mit wahrscheinlich der berühmtesten Künstlerin der Wiener Werkstätte, eben Wadli Wieseltier, die übrigens heute Geburtstag hat. Und zwar wurde sie 1895, vor 126 Jahren, Das muss man doch anstoßen. Und da müssen wir anstoßen, genau, wir haben uns da was bereitgestellt. Also ein Hoch auf Wadli Wieseltier. Sie für die Wiener Werkstätte tätig war und als eben eine der Künstlerinnen. Genau. Schade, ich habe kein Wieseltierglas bei der Hand. Ja. Aber euch und der Künstlerin alles Gute. Ja, also ich würde sagen,
Wir beenden hier unseren Talk, der sehr viel angerissen hat. Ich würde gerne noch viel mehr sagen und wir hätten sicherlich noch jede Menge Themen auszuführen. Man kann ja nur immer was antippen. Aber ich lade alle sehr herzlich ein, in die Ausstellung zu kommen. Und ich freue mich, wenn es wieder möglich ist, auch dann Führungen zu machen und vor dem Objekt dann auch noch mehr in die Tiefe zu gehen. Ich freue mich über Ihr Interesse und ja, hoffe, wir sehen uns bald im Museum. Allen einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Und mir wurde jetzt noch kurz ein Zettel hereingereicht in mein Studio. Ich sitze im Mack. Ich habe das Glück, dass ich hier sehr, sehr gut betreut bin, weil ich bin ein Idiot mit Computern und solchen Dingen und konnte so auf diese Art und Weise aber doch diesen Talk halbwegs über die Bühne bringen. Und eine Frage war, ob Objekte von der Lucerie auch in der Ausstellung vertreten sind. Also von, natürlich nicht, weil die Lucerie war ja nur, sie war eine Schülerin an der Kunstgewerbeschule, hat aber nicht für die Wiener Werkstätte gearbeitet. Stimmt, das hoffe ich, ja. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke vielmals auch dem Anne und dem lieben Ernst Bleuel. Danke sehr. Danke, Dr. Bleuel. Auf bald. Auf bald.